Und früher habe ich auch mal gedacht, ich werde das erste Mädchen sein, die bei den Männern in der Bundesliga spielen wird. Ich habe mich natürlich gefreut, dass Mannschaften aus dem Ausland Interesse haben. Ich war viel am Telefon, ich war viel alleine. Es gab halt auch Phasen, wo ich viel geweint habe. Also ich hab mir schon sehr viele Gedanken darüber gemacht, ob es jetzt nicht Zeit wäre, mal wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Hi, ich bin Younes und ich bin Profifußballerin und habe in den verschiedensten Ländern wie in den USA, in der Schweiz, Spanien und in Schweden gespielt. Ich habe mich dazu entschieden, in meine Heimat zu ziehen. Und ich merke halt auch immer wieder, wenn ich in dieser Komfortzone bin, dann blühe ich auch richtig auf. Und heute spiele ich beim 1. FC Köln. Ja, also ich bin jetzt hier in Wuppertal, einer der schönsten Städte in Deutschland. Meiner Meinung nach, und seitdem ich hier in Deutschland bin, versuche ich halt regelmäßig hierher zu kommen, meine Eltern zu besuchen. Und heute gibt es was Leckeres zu essen. Ja, es ist einfach ganz schön, hier zu sein, weil das ist einfach, ich finde, das ist die Metropole Wuppertal, so mehr oder weniger für mich, weil ich hier einfach alles gehabt habe, ne? Und den größten Spaß wirklich in meiner Jugendzeit gehabt habe. Mit dem Fußballspielen habe ich im Kindergarten angefangen. Ich habe es einfach geliebt, den Ball zu kicken und mit den Jungs zu spielen. Das hat mir immer ganz viel Spaß gemacht. Und früher habe ich auch mal gedacht, ich werde das erste Mädchen sein, die bei den Männern in der Bundesliga spielen wird. Also für mich kam es damals noch nicht so in Frage, mal in der Frauen-Bundesliga zu landen, sondern ich wollte wirklich irgendwann mal bei den Männern spielen. Das natürlich unmöglich ist. Wann ich das bemerkt habe, dass ich wirklich talentiert war eigentlich dann, als ich bei den Jungs mithalten konnte. Ich habe halt auch damals eine Sondergenehmigung bekommen, dass ich halt bis zur U16 noch bei den Jungs spielen durfte. Ja, meine Eltern haben mich eigentlich immer unterstützt beim Fußball. Natürlich war das halt so, dadurch, dass ich halt auch sehr viele Geschwister habe, wir sind insgesamt 5, dass man sich irgendwie um alle kümmern musste. Meine Eltern haben beide gearbeitet und mussten halt zuschauen, dass das Geld irgendwie reinkommt. Von daher war das meistens halt auch so, dass andere Eltern mich zum Training gefahren haben. Und auch viele Eltern, denen ich jetzt noch dankbar bin, also heute noch dankbar bin, wirklich auch das Talent in mir gesehen haben und gesagt haben, hey, ich werde alles dafür tun, dass die Younes halt so oft wie möglich trainieren kann. Ich war wirklich jeden Tag hier, direkt nach der Schule, habe ich meine Fußballklamotten genommen und bin hier auf den Fußballplatz gegangen. Und das Coole war halt, vor allem der Kunstrasenplatz, der war vorher nicht hier, es war wirklich ein Betonplatz. Also hier waren wirklich, also wenn ihr meine Knie sehen würdet, also die sehen aus, weil ja, sobald man hingefallen ist, hat sie direkt überall Schürfwunden. Ich habe wirklich so lange gespielt, bis meine Eltern wirklich böse zum Platz gekommen sind und gesagt haben, Junge, du musst jetzt was essen, es ist zu spät, du musst ins Bett, morgen ist Schule, komm jetzt ganz schnell nach Hause und jetzt ist auch gut. Damals, als ich das erste Angebot aus Schweden bekommen habe, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt überlegt, okay, bleibst du noch in der Bundesliga oder probierst du das mal aus, weil ins Ausland zu gehen. Ich habe mich natürlich gefreut, weil man dann halt auch, weil es auch eigentlich ein schönes Gefühl ist, zu wissen, dass Mannschaften aus dem Ausland Interesse haben. Und die Leute waren mega nett, das Training war super. Also eigentlich waren die Rahmenbedingungen da, aber ich habe in Schweden nicht so viel Anschluss gefunden, dadurch, dass ich mich auch nicht zu 100% ausdrücken konnte. Mein Englisch war zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht perfekt und die Vertrauensperson war einfach nicht da. Zu dem Zeitpunkt habe ich da einfach auch nicht reingepasst. Und ich glaube, ich lag mir da ein bisschen selbst auf den Füßen und konnte mich halt nicht so öffnen, wie ich es jetzt mittlerweile tue, vor allem in Deutschland. Ich dachte, ich wäre bereit gewesen fürs Ausland, aber irgendwie ist es dann doch nicht so. Es war einfach ein bisschen zu früh. Also ich habe halt selber gemerkt, dass ich sehr schüchtern war und ja auch sehr verkrampft war in vielen Gesprächen und mich da nicht so wirklich öffnen konnte. Ich war viel am Telefon, ich war viel alleine spazieren und es gab halt auch Phasen, wo ich viel geweint habe. Also es war keine schöne Zeit. Also ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich viel mit meiner Mutter telefoniert und da ging es auch nicht um den Fußball.
sondern eher darum, sich zu unterhalten. Man kennt sich, man weiß, wie man einen zum Lachen bringt. Und das war halt auch sehr wichtig für mich, einfach mit einem Menschen zu reden, den man halt auch liebt und weiß, egal was ist, die Person wird um 2 Uhr nachts auch ans Telefon rangehen. Als ich in Schweden war, war es halt so, dass ich meine Leistung nicht bringen konnte. Ich habe halt viel geweint, weil ich wusste, dass ich als Topspielerin verpflichtet worden bin und einfach nicht die Leistung abrufen konnte und mich da ein bisschen selbst unter Druck gesetzt habe. Ich wollte, aber ich konnte nicht. Und das war, glaube ich, das, was mich so ein bisschen fertig gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Ich habe eine halbe Saison in Schweden gespielt und dann wurde mein Vertrag in Schweden auch nicht verlängert. Ja, meine Mutter hat mich dann in Schweden abgeholt, weil ich einfach irgendwie wollte, dass sie die letzten Tage, wo ich halt noch in Schweden war, dass sie einfach das miterlebt, dabei ist und ich mich dann auch so ein bisschen besser von Schweden dann verabschieden kann. Und ja, dann sind wir halt zusammen gemeinsam wieder zurück nach Deutschland geflogen. Also ich war halt hier oft im Haus der Jugend und ich habe einfach total viele Erinnerungen mit den Freunden. Die Tischtennisspiele hier waren halt immer das größte Highlight, einfach vor allem mit meinem besten Freund, weil wir beide sehr competitive sind und wir haben halt oft um Geld gespielt und einmal ging es halt um sehr viel Geld damals, es waren dann 20 Euro und die hatte ich dann gewonnen und das war für mich wie so ein Champions League-Sieg. Ja, als hätte ich die Champions League gewonnen. Dann kam ein Angebot aus München. Der Wechsel zum Bayern war natürlich super. Bayern ist ein Riesenverein, vor allem im Frauenfußball auch. Hat sich der FC Bayern wirklich sehr bemüht, um dort eine gute Frauenabteilung aufzustellen. Wir sind zweimal deutscher Meister geworden und das kann mir keiner mehr nehmen. Ich bin ja nicht in München geblieben. Die Spielminuten wurden dann auch immer weniger und es kam das tolle Angebot aus Amerika. Ich wollte halt schon immer in Amerika spielen, es war ein Traum von mir gewesen. So an sich waren die Vibes einfach ganz anders, vor allem die Spiele. Da wird jedes Event gefeiert und so hat sich das halt auch angefühlt. Dann kommst du halt auf den Platz und spielst dann vor 4.000 bis 20.000 Zuschauern und das hat man in Deutschland halt in der Bundesliga leider noch nicht so oft. Ja, ich habe auch nur einen Jahresvertrag unterschrieben in den USA. Ich wusste, dass es danach halt dann woanders für mich weitergehen wird. Ich habe zwar viele Spielzeiten gehabt, viele Spielminuten gehabt und hatte wirklich auch an sich cooles Training, eine super Mannschaft. Wir haben aber jetzt nicht das Ergebnis gehabt, was wir eigentlich haben wollten. Und von daher bin ich nach einem Jahr dann gegangen. Der regelmäßige Kontakt hat mir damals natürlich sehr gefehlt. Und dadurch, dass ich jetzt wieder hier in Wuppertal bin und halt auch viel, viel öfters meine Freunde treffen kann, weil die Möglichkeiten einfach jetzt da sind, ist es natürlich umso schöner, dann Zeit mit Freunden zu verbringen, Geburtstage zu feiern, auf Hochzeiten zu sein. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich im Ausland war, einfach kaum möglich. Ja, dieses Foto ist sehr, sehr wichtig. War damals, du wolltest nicht Mädchen angezogen, so umlaufen. Mhm. Du magst gerne immer Jeans und Fußballklamotten. Ja, Fußballklamotten. Und dann dieser Tag war hier mal Geburtstag. Mhm. Und habe ich gesagt, du sollst so anziehen. Mhm. Und du warst sehr sauer. Und dafür guckst du dein Gesicht, wie du aussiehst. Sie ist die Frau, die halt mich zu der Person gemacht hat, die ich jetzt bin. Ja, sie hat eigentlich 5 Kinder großgezogen und dafür gesorgt, dass es uns immer gut geht, dass wir einen vollen Magen haben und auch gesund sind. Und das ist schon sehr stark. Das hat man nicht so oft. Ja, danke. Hallo. Es ist hier viel los, ne? Ja, wir machen Kochbanane. Aha. Mit Soße. Mhm. Hast du eine Soße? Gemüse. Das ist eine Gemüsesoße mit Erdnussbutter. Hier gibt es noch ein bisschen Hähnchen. Ich esse aber kein Fleisch. Deswegen wurde hier
was Separates extra für mich gemacht. Vielleicht kommt dann noch Erdnussbuttersoße mit rein. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Ich hatte mir schon darüber Gedanken gemacht, ob ich jetzt nochmal Spanien machen soll. Dadurch, dass ich halt die schlechten Erfahrungen gemacht hatte. Aber man wächst halt, ne? Die Erfahrungen, die haben mich auch stärker gemacht, so war das nicht. Allerdings war es schon so, dass ich mich nicht wirklich mit den Mitspielerinnen so wirklich unterhalten konnte. Es war viel Body Language, aber es war halt auch so, dass es zu vielen Missverständnissen kam, auch in der Wohnung. Ich habe mit zwei Mitspielerinnen zusammen gewohnt und da gab es halt auch mal, hat es auch mal gekracht in der Wohnung. Ja, also ich habe in Spanien wirklich sehr viel Zeit mit mir selbst verbracht, dass ich einfach meistens morgens dann ins Gym gegangen bin und am Abend war dann Training. Und in der Zwischenzeit war ich dann wirklich eher zu Hause in der Wohnung. Reis mit zu meiner Soße. Hast du noch Gabel oder soll ich mal? Hier ist noch eine. Ja, hier ist noch eine. Danke. Als dann die Saison in Spanien zu Ende war, war ich halt dann auch wieder in Deutschland und hatte halt überlegt, okay, machst du jetzt den Schritt wieder in die Bundesliga oder nicht? Und die Bella, die bis vor kurzem noch beim FC Köln gespielt hat, hatte mir gesagt, dass der FC noch eine Stürmerin sucht. Ich musste nicht lange überlegen. Ich habe mich, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden dafür entschieden, zum FC zu wechseln. Weil nach so vielen Jahren im Ausland, mit Höhen und Tiefen, die ich hatte im Ausland, war es einfach wichtig für mich, wieder zurück in meine Komfortzone zu kommen. Ob ich Yunis mit mir mitgeteilt, ob sie zurück nach Deutschland kommt, es hat mich sehr gefreut. Sie war immer unterwegs und habe gesagt, oh Gott, Gott sei Dank endlich zu Hause. Ja, das hat uns riesig gefreut. So, jetzt kommen wir zum Highlight des Tages. Wir gehen Tischtennis spielen. Hallo zusammen. Ich brauche noch Schläger, ne? Ich wohne nicht mehr in Wuppertal, ich wohne in der schönen Stadt Köln. Ich fühle mich wirklich sehr wohl in Köln. Dadurch, dass ich wieder mehr Bindung zu meinen Freunden habe, ist es halt oft so, durch dass wir echt ein großer Freundeskreis sind, dass fast alle zwei Wochen irgendjemand Geburtstag hat. Also da bin ich viel, viel aktiver geworden neben dem Fußball. Zu dem Zeitpunkt, als ich zum Beispiel in Madrid war, habe ich gar nicht wirklich realisiert, wie sehr ich das vermisst habe. Ja, ich habe halt auch in der Zeit gemerkt, dass der Fußball nicht alles ist. Die Familie, die Gesundheit ist das Wichtigste überhaupt. Freunde natürlich auch. Fußball ist natürlich ein Teil meines Lebens, ein sehr wichtiger Teil meines Lebens. Allerdings ist irgendwann halt auch der Fußball vorbei und da muss man natürlich zuschauen, dass man dann irgendwie weiterleben kann. Ne? Kennt ihr das, eure Heimat zu vermissen? Seid ihr deshalb vielleicht schon mal umgezogen? Schreibt es uns in die Kommentare.